Gegenstände in Videospielen können gefunden oder gekauft werden und landen dann in der Tasche des Spielers. Da im Inventar liegen sie dann bereit, um eingesetzt zu werden. In diesem Video erklären wir euch, welche Arten von Gegenständen in Videospielen am häufigsten auftauchen und wofür die überhaupt im Spiel sind. Dafür unterscheiden wir die Gegenstände grob in zwei Kategorien: Gegenstände, die verbraucht werden, und Gegenstände, die ausgerüstet werden. Aber auch innerhalb dieser Kategorien müssen wir nochmal unterscheiden. Die Verbrauchsgegenstände, im Englischen auch Items genannt, trennen wir in aktive und reaktive Gegenstände. Reaktive Gegenstände nutzt man, wenn etwas passiert ist und der Spieler das rückgängig machen und zu seinem Normalzustand zurückkehren möchte. Hat die Figur Schaden genommen, kann sie durch einen entsprechenden Gegenstand wieder Lebensenergie hinzugewinnen. Als Eselsbrücke kann man sich merken, dass die Tränke in der Farbe des entsprechenden Balkens diesen auch ziemlich sicher wieder voll machen. Wird die Figur vergiftet, in Brand gesetzt oder eingefroren, kann der Spieler einen passenden Gegenstand nutzen und der negative Effekt verschwindet. Aktive Gegenstände nutzt der Spieler, um sich selbst stärker oder einen Vorteil gegen einen gewissen Gegnertyp zu bekommen. Bei The Witcher 3 gibt es dafür beispielsweise ein besonders ausgeklügeltes System. Da muss man erstmal verschiedene Zutaten finden, aus denen man dann Tränke brauen kann. Jeder Trank wird dann für eine ganz spezifische Situation gebraucht, zum Beispiel um sein Schwert stärker gegen Vampire zu machen. Unglücklicherweise ist es aber oft nur auf den höheren Schwierigkeitsgraden wirklich notwendig, solche Gegenstände zu benutzen. Spielt man ein Spiel auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, sammeln sich die Gegenstände oft und stopfen das Inventar des Spielers voll. Da reicht es dann, seine Waffe zu ziehen, um den Gegner zu besiegen. Im E-Sport wiederum ist es von größter Bedeutung, die Effekte, Preise und Kombinationsmöglichkeiten von solchen aktiven Gegenständen zu kennen, um möglichst effizient zu spielen. Die zweite große Kategorie sind die Ausrüstungsgegenstände. Darunter fallen die meisten Waffen, Rüstungen und Accessoires. Auch ein solcher Gegenstand muss gefunden, gekauft oder im Kampf gewonnen werden und verbessert dann, wenn man ihn anlegt, die Statuswerte des Spielers, zum Beispiel seine Stärke oder Angriffskraft. Was Statuswerte genau sind, haben wir euch in unserem Video über Rollenspiele noch etwas genauer erklärt. Waffen erhöhen generell den Schaden, den der Spieler austeilt, Rüstungen vermindern den Schaden, den der Spieler einsteckt. Wenn es Accessoires wie Ringe, Medaillons oder ähnliches gibt, dann sind das oft Gegenstände, die bestimmte Fähigkeiten verbessern oder es der Spielfigur zum Beispiel ermöglichen, unter Wasser zu atmen. Aber viele Ausrüstungsgegenstände haben noch zusätzliche passive Fertigkeiten und Boni, die gelten, sobald der Gegenstand angelegt wird. Ausrüstungsgegenstände bleiben, wenn sie einmal gesammelt wurden, so lange im Inventar des Spielers, bis er sie wegwirft oder verkauft. Manche Spiele ergänzen Waffen und Rüstungen aber noch um den Haltbarkeitswert. Sinkt dieser Wert auf 0, ist der Gegenstand kaputt oder zu schwach, um noch nützlich zu sein. Bevor es soweit kommt, kann aber durch zum Beispiel einen Verbrauchsgegenstand der Haltbarkeitswert wieder gesteigert oder verbessert werden. Es gibt natürlich tausende verschiedener Gegenstände und jedes Spiel hat seine eigenen. Mal wird die Lebensenergie durch Tränke aufgefüllt, mal durch Nahrung. Das jetzt für jedes Spiel zu erklären, ist zeitlich gar nicht möglich, aber mit dieser groben Übersicht könnt ihr euch schon ganz gut in den meisten Games zurechtfinden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr eigentlich alle Gegenstände benutzt, die in einem Game so auftauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!